SKSA Paul. Ja. P8 nur. Aber da haben noch zwei Leute haben noch DSQ gemacht auf jeden Fall. Oh, Digga, was ist das für eine Scheiße? Sebek DSQ. Oh, P8. Der zweite Sektor war es bei mir gewesen. Das zweiter? Ja, ja. Oh, 0,04, okay. Aber da habe ich es verloren, im zweiten. Finger auf 4, Leptis, oh Gott, die ganze Schwitzer da vorne. David auf 6, starkes Ding auf jeden Fall. Mike auf 10. Wer ist der Verlierer? Tobi, DSQ. Und auch Max, auch DSQ. Ich schwöre, das war die anstrengendste Runde, die ich hier gefahren bin. Oh Gott, Alter. Heute beim Sprintrennen geht es nur um Geschwindigkeit. Nicht sehr viele Runden und keine Chance, mit Strategie zu gewinnen. Wer hat heute das Zeug dazu, allein durch sein Können zu siegen? Digga, das ist gleich Fullwet, ey. Ah, jetzt nicht mehr. Ja. Wie sie auf jeden Fall um mich rum alle sehr viel Platz gemacht haben. Sorry, David. Ich wollte nur ein bisschen Autoscooter mit dir spielen. Sorry, Olli. Also Mike geht manchmal in Kurven rein, da denke ich mir, wir sind hier nicht beim Kartfahren, Mike. Das kann in der letzten Runde machen. Quittung hat er aber bekommen. Oh, Olli X? Ja, nur kurz. Karen da vorne. SKS. Schlecht. Dreck mit beide Wellen, ne? Ja. Ja. Wir müssen nur den richtigen Zeitpunkt treffen. Da kann das hier Gold wert. Einer geht schon rein. Das war ein bisschen zu früh. Du kannst jetzt. Aber er geht auf Sieg, ne? Ja, klar. Oh, hab ich jetzt aufgepasst, dass ich nicht wieder Klinger reinfahre. Pass auf, drück. Oh, scheiße. Los. Lang, ne? Großartiger Boxenstopp. Die Zeit war besser, als wir dachten. Sei gut zu diesen Reifen. Wir wollen das Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren. Ja, drei Leute an mir vorbei. Schade. Wird seine Runde spielen.
eine will da vorne durchfahren. Die Batterie ist gut aufgeladen. Wir sollten die Überholtaste öfter einsetzen. Wer ist das? Sleepwalking, glaube ich. Ja. Weiß nicht, wie viele Sekunden ich beim Stopp verloren habe, ey, holy shit. Keine Strafen. Keine, okay. Ja. Er ist immer noch an? Ja. Sehr gut. Ich denke 50% ERS, sorry. Zwei Runden. Zeit gegen deinen Hintermann. Gib weiter Gas. Es trocknet ab. LOL. Ja, ja. Krass. Nein. Krass. Stell mal vor, der kriegt jetzt noch SKS. Hat der echt den Move gemacht, ey. Das habe ich noch nie gesehen. Das bei, eigentlich war das der Interswetter. Ja, ja. Also kannst du sagen, was du willst. Noch nie gesehen. Krass. GG, SKS? Ja, GG. Also das oha, war richtig Junge. Oha, der ist einfach 18.000 zu verklingen. Sebek hat 3 Sekunden, jawohl, P9. 18.000 zu, Junge, holy shit. Moin, Bocci. Grüße. Der ist durchgefahren und wird Dritter. Ja, ja. Und warte. Der ist 13 gestartet. War der hinter mir? Nein, nein, der ist nicht. Der war vor mir. Nein. Hä? Beide, guck, hier siehst du. Der ist von 7 gestartet. Der war einen vor mir. 7, okay. Weißt du, was das heißt? Ich hätte durchfahren können. Ja, genau. Derjenige hätte echt für einen Move gehen können. Krass, ja. Aber das musst du auch erstmal wissen, dass es in einem Sprintrennen wieder trocken fällt. Das normalerweise, wenn es einmal regnet, dann zieht es doch durch. Du hast ja dann viele Runden. Man muss halt sagen, er ist Ersatz, ne? Ist ja Div-2-Fahrer. Dann natürlich nochmal richtig krass. Er hat nichts zu verlieren halt, ne? Ist klar. Ja, klar, klar. Du würdest halt so einen Move wahrscheinlich nicht bringen, wenn du halt WM fährst. Ja, ja, ja. Aber auch die Soften genommen, ne? Boah, da würde ich ihn gerne mal interviewen, ob er auch... Aber ob der ist gut gefahren. Aber ja, also das hat er richtig gut gemacht, ey. Wirklich richtig schlau gemacht, ey. Der ist ein Split-2-Fahrer. Ja. Ich bin mal kurz Pommes. Ja, mach mal. Mods, könnt ihr mal Wette auflösen? Ich hab Max geschlagen. So, nicht wundern, die Punkte hier, die zählen nicht. Olli ist noch Fünfter geworden. Der war echt auch mega stark beim Start. Okay, ich geh jetzt auf Lab. Etwa 2 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Ah, okay, danke. Nano noch da? Boah, was eine Runde. Holy shit. 15-9 im ersten Sektor. Ich pushe jetzt zurück an die Box. Ich hoffe, ich schaffe das noch, oder? Ja, stark, ey. Boah, 5 Minuten und dann Fullbet. Ja.
Und wir müssen einen Pflichtboxenstopp machen. Hat einer eine 5 Sekunden? Wird sowieso nicht abgezogen, aber nee, haben wir nicht. Wenn SKS jetzt mit ABS anfährt, hasse ich ihn. Ja, mein Beileid, Digga. Irgendwie muss man dich doch schlagen, Mann. Du ja, bist wirklich in dieser Saison. Muss nicht sein, danke. Doch, du bist in dieser Saison momentan unschlagbar. Also in Baku wurde ich geschlagen. Ja, in die Wand. Du weißt schon, dass jetzt eigentlich Österreich nur ein Taktikspielchen sind, ne? Das ja, keine Cuts, ne? Keine Cuts sammeln. Es ist Full Red, ich sag's nochmal jetzt. Also eben im Sprint war ich kurz davor, mir den dritten Cut und eine 3 Sekunden zu holen, ne? Will ich nur mal anmerken. War ja voll wett, Digga. Nein! Das Dröhnen der Motoren zwischen den Bergen der Steiermark. Heute startet der große Preis von Österreich. Die Strecke hier in Spielberg ist relativ kurz. Insgesamt 10 Kurven, 7 rechts und 3 links und eine Gesamtlänge von 4,18 Kilometern. Wir können uns heute sicherlich auf den einen oder anderen neben der Ideallinie einstellen, denn unter diesen Bedingungen ist besonders die letzte Kurve extrem tricky. Da muss wirklich alles passen. Ich sagte, wenn wir Turn 1 durch sind. Erste Mal, ne, übrigens. Okay, good luck. Wir sind durch, kannst du reinjoinen? So, ich bin überholt. Ich hab weniger Ringsverbindung. Zu. Boah, Junge. Das Anbremsen ist furchtbar. Die 13. Tobi hat schon 3 Sekunden. Hier ist Krieg vor mir. Battle Royale, Achtung. Strecke ist frei, grüne Flagge. Herzinfarkt. Zwanzig Minuten Starkregen. Ein
Ein paar Schilder werden umgefahren. Ja, Konzentration bitte. Die Bock hat Rasen gemäht. Oh mein Gott, Digga, holy shit, was war das denn? Keine Überholung und langsamer werden. Halte dein Delta positiv, während wir uns einreihen. Meinst du mich? Drossel deine Geschwindigkeit. Ja. Unser Delta ist zu niedrig. Ja, damit beide. Halt. Bremsen, bremsen, denk dran, ne? Soll ich? Was sagst du, Nano? Ich dachte, in die Box gehen, aber... Nee. Wegen 10 Sekunden Gap, aber ich glaube, das... Nee, nee. Bist nur im Verkehr. SKS geht rein. Ich würde nicht reingehen. Ich auch nicht. Nö, ich auch nicht. Boah, wenn jetzt von den ganzen Leuten rauskommt, ist Pech. Die alle müssen jetzt draußen bleiben. Boah. Kommt schon, Leute, bitte. Ja, hier boah. Ich könnte ihn holen, ich könnte ihn holen. Alle holen. Aber bei alle mir, holen, ist, bei mir hat er gesagt P13, deswegen. Näher dich dem Safety Car. Boah, Andy, du musst noch bekommen. Du führst, also überhol es nicht. Bleib hinter dem Safety Car. Ne, Sechser, oder? Oh. Ah, ja, er ist Sechser. Alter. Du hättest ihn so Dings machen können. Egal, du musst mit dem Falken irgendwie. Weil wie weit ist das vor dir? Zu weit weg. Achso. Ich mach Torpedo, ja, gerne. Ich dachte, du bist direkt hinter ihm, sorry. David hat Durchfahrtsstrafe. Die dive einfach rein. Eddie macht einfach die Dive-Bomb. Oder wie man es sagt, die Marco-Bombe. Durchfahrtsstrafe, Klinge und... Ernsthaft? Was? Ja, P2 und P4. Wovon? Ja, Delta. Meinst du, die haben das beide verkackt? Also wenn einer verkackt, okay, aber beide? Ja. Der Haas ist sehr weit weg. Okay, nee, es kommt rein. Wir werden das Tempo des Feldes in Sektor 3 bestimmen. Behalte dein Delta im Auge, bis das Safety Car wieder in der Box ist. Oh, wie langsam soll ich denn noch machen, Safety Car? Ja. Warum sagt der immer Ferriti? Ich verstehe es nicht. Die Fokus. Ja. Boah, ist das langsam. Ja, ich muss wegen Safety Car. Gott, Alter. Sag, wenn du Restart machst. Ich mach Restart. Der Wagen hinter dir stellt kein Problem mehr dar. Er hat eine Durchfahrtsstrafe zu absolvieren. So geht er direkt rein. Gibt doch nichts für Kinder. Darf er das überhaupt schon? Alles klar. Nein, es zählt noch nicht. So, dann war's das, wa? Ich hab das auch schon mal gemacht. Musst du den Gap aufbauen? Brauchst du rein? Du hast 10 Sekunden? Was die beiden Jungs da auch gemacht haben. Wow. Okay, das Safety Car ist draußen. Das Geh Safety rein. Car ist draußen. Ja, du musst rein. Kann sein, dass die Lobby verbuggt, das will ich nicht ausschließen. Warum? Warum? Okay, danach müssen weiß wir ich nicht. Eine neue Rennstrategie also nicht wegen mir, sondern wegen... Ich habe einige Optionen für dich. Sieh auf deiner MFA nach. Okay, oh, Delta. Langsamer werden. Hier sind Dinge Delta wieder, hier passieren auf, wieder Dinge. Ich sag dir jetzt gleich, wann du Vollgas gehen kannst. Geh jetzt Vollgas. Alles klar. Du kannst ins Minus in die Box. Geh voll. Du wirst die Zeit nicht ablaufen. Perfekt. Pass auf. Sehr nice. So. Er fährt auch nochmal rein, oder?
Ja. Ja, ist halt klug, ne? Los, gib Guck mal, es bug komplett oben. Ja, ja. Lobby ist broken. Wir sind sehr zufrieden. Darfst du eigentlich nicht. Ja, es wird buggen wahrscheinlich für den einen oder anderen, wegen, weil ich rausgeflogen bin als Host. Also ich habe kein Delta mehr. Ah. Ich habe nichts mehr. Keine Telemetrie, gar nichts. Aber für mich ist es fein halt, aber. Aber vielleicht ist es. Ist komplett im Arsch, die Lobby. Oh mein Gott. Auch was da gerade passiert ist mit Olli. Aber vielleicht ist es auch nur bei dir, weil du rausgeflogen bist. Wird im Chat irgendwas geschrieben? Dann kannst du mal gucken. Bei Joker oder bei Eddie? Bei Joker ist jetzt noch nichts, ne? Bei Eddie guck ich gerade. Ich hab auch rechts dieses Verbindung-Ding. Ja. Hast du das? Guck mal, dieses Orangene. Ja, bei mir ist halt alles fein, ne? Und so wie SKS gefahren ist, würde ich sagen, bei ihm auch. Hier passieren Dinge. Ich glaube, dass irgendwas komplett im Arsch ist. Noch langsamer geht der Reset nicht. Er macht. Wir schließen zum Vordermann auf. Pass aber auf die Reifen auf. Wir machen keinen Boxenstopp mehr. Sehr schön. Sorry, Olli. Jetzt kannst du es ausnutzen. Ja. Kannst für die Fastest Lap gehen nächste Runde. Ja, muss aufpassen, ich will jetzt auch nicht das Auto wegwerfen, ne? Ja, ja, klar. Gut gemacht. Du bist die bislang schnellste Runde des Rennens gefahren. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 6,0 Sekunden. Schön. Die Bedingungen, Alter, Digga, ich hab null Grip. Kannst vergessen. Wird Zeit für Winterpause. Ausgezeichnet, das ist die neue schnellste Rundenzeit in diesem Rennen. GG. Die Ollen. Nicht. Ich glaube, ich brauche Hilfe beim Aussteigen. Mir tut alles weh.
Kann ich mir, ich will jetzt in meinen Winterschlaf. Also es ist Platz 7, wenn ich die 10 Sekunden abrechne. Was ist passiert? Ich bin übers Ziel hinausgeschossen. Ja, das mit den 10 Sekunden ist echt scheiße. Ich möchte aber mal gerade anmerken, dass Chris seinen ersten Punkt holt? Nein! Dass mein lieber von und zu Ferity einfach mal die Konkurrenz mit mindestens 3 Ligen Abstand dominiert hat. Ja, nee. Also was das angeht, doch. SKS war genauso schnell. Ich weiß noch nicht, warum er nach dem Boxenstopp jetzt nicht mehr gepusht hat. Ich glaube, der ist aber nur noch safe gefahren. Also Mike, auch Chapeau einfach nur.